eigenen Schützenpanzer, der diesmal stärker bewaffnet sein musste. Er sollte über eine 30 mm Maschinenkanone verfügen, stärker gepanzert sein und besser motorisiert musste er sein. Ein Prototyp wurde erstellt mit einer 30 mm Maschinenkanone des Typs Rarden. Das ist ein britisches Fabrikat. Das Fahrzeug ist etwas schwerer geworden, besser gepanzert, hat nach wie vor eine Absitzstärke von 8 Mann. Es wurde in den 80er Jahren eingehend erprobt. Man kann jedoch zu dem Schluss, dass der Turm mit nur einem Mann Besatzung, der die Kanone bedient, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Diese Erprobung